Hallo Mac-Fans, ich wollte euch noch ganz kurz am Live-Beispiel zeigen, wie man sich mit so einem Bibliothekskatalog verbindet. Ihr seht, ich bin hier auf der Webseite von Nebis und sehe dort die unterschiedlichen Verbindungsparameter. Um nun auf Nebis zugreifen zu können, öffne ich mir ein Terminal und starte den JATS-Client und werde mit diesem Z-Prompt begrüßt. Was ich dann noch tun muss, und dazu bewege ich den Client kurz nach links, zumindest ein bisschen nach links, so, ist die Verbindung aufzubauen. Man beginnt immer mit Open, die URL oder den IP-Adresse des Servers, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Port. Und dazu muss eventuell bei euch der Port auf eurem eigenen Router offen sein. Und dann sind wir schon verbunden. Der Server meldet sich als Aleph-Server von Exlibris. Und damit kann ich eigentlich schon mit der Suche beginnen. Ich möchte dem Server allerdings erst noch sagen, mit welchem Datenbanknamen ich mich verbinden möchte. Und in dem Fall ist es nebis-utf. Und jetzt können wir loslegen. Ich möchte nach Apple suchen, das heißt Find. Dann gibt es die Attribute. Ich möchte dem System ganz gezielt sagen, in welchem Feld er suchen soll. Ich möchte ganz gern im Titelfeld suchen. Gebe ich 1 ist gleich 4 ein und dann gebe ich da zum Beispiel Apple ein. Und dann sage ich dem System, finde im Katalog Nebis in der Schweiz im Titelfeld das Wort Apple. Die Suche wird ausgeführt, hat sehr kurz gedauert und es gibt 476 Ergebnisse. Um mir diesen nun anzeigen zu lassen, gebe ich ein Show, den Startdatensatz und den Enddatensatz 1 plus 5. Und dann werden mir diese Datensätze angezeigt. Was jetzt diese Informationen näher für euch bedeuten, da müsst ihr wirklich in Bibliothek H fragen. Die können euch alle Felder im Detail erklären, aber auch ich kann euch natürlich ein paar offensichtliche Felder näher nennen. Wir haben zum Beispiel hier oben im Feld 001 die Accession Number des Datensatzes. Im Feld 20 findet sich die ISBN. Im Feld 245 findet sich der Titel. Dafür muss man vielleicht noch verstehen, dass um die Artikel im Aleph immer diese eckigen Klammern gesetzt werden oder die Spitzenklammern gesetzt werden, damit das System weiß, dass mit diesen nicht sortiert werden kann. Es gibt dann hier unten noch ein paar andere Einträge, wie zum Beispiel die Schlagworte aus dem Feld 691, die Autoren im Feld 700 und das Feld 852 zeigt uns an, wo dieses Buch oder dieses Werk verfügbar ist. Bedeutet das für euch etwas? Sicherlich nicht, aber wen es interessiert, der hat jetzt zumindest kurz gesehen, wie es geht. Und da wir alle natürlich gute Nutzer sind, verabschieden wir uns vom Server mit Close. Und dann hat auch das geklappt. Und wenn ich dann noch Exit eingebe, dann sagt mir das System See you later, Alligator, See you in a while, Crocodile. Und mehr wollte ich an dem Punkt auch gar nicht tun.